Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute nochmal was ganz Einfaches. Ich mache da mal Schichtfleisch. Wie ich das genau mache, zeige ich euch jetzt. Das Schichtfleisch, ganz einfach. Also grundsätzlich wichtig, ein Dutch Oven. Das natürliche Backpapier. Gemüsezwiebel. Ich nehme noch zusätzlich Paprika mit rein. Und ein schöner Schweinenacken. Das sind jetzt 2,8 Kilo. Die werde ich gleich noch ein bisschen parieren, weil da ein paar überschüssige zu Fettfitzeln zu viel dran sind. Und zwar nicht nur Fitzeln, sondern echte Ecken. Das muss das Schichtfleisch dann auch nicht sein. Würzen werde ich das Ganze mit Philips Rinderwaren. Ja, ihr werdet sagen, aber das ist doch ein Rindergewürz. Macht das mal auf Schweinefleisch, Leute. Das ist phänomenal. Zusätzlich gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen Paprika dazu. Also als Gewürz. Und zwar Paprika edelsüß. Nicht scharf, das mag meine Familie nicht so gerne. Als Barbecue-Soße werde ich die Mississippi-Barbecue-Soße nehmen. Die hat sich bei uns bewährt. Sehr lecker, leicht süßlich. Schöner Rauchgeschmack hinten dran. Solltet ihr euch mal angucken. So, also zuallererst befreien wir das Stück Fleisch hier von diesen überschüssigen Fettfitzeln. Wie gesagt, die stören ein bisschen. Das ist zu viel. Das ist die falsche Schale. Noch Sehnen und Silberhaut, alles was noch da ist. Weg. Wie gesagt, nicht alles. Fett ist ein Geschmacksträger. Aber was zu viel ist, das ist weg. So, fertig pariert. Jetzt schneiden wir das Ganze, ja, man sagt immer in zwei dicke Finger, in zwei. Jetzt schneiden wir das Ganze in zwei fingerdicke Scheiben, so sagt man zumindest. Wenn wir meine zwei Finger nehmen, dann habe ich hier gleich 8 Scheiben, das ist ein bisschen arschwenig. Also ich sage jetzt grundsätzlich mal 1,5 bis 2 cm dicke Scheiben. Zum Beispiel auch eine dicke Sehne. Kann man dann direkt rausschneiden. So. Das ist jetzt das Ergebnis. Dann nehmen wir uns jetzt den Rinderwart. Da es 2,8, also fast 3 Kilo sind, nehmen wir uns 3 Esslöffel. Die sind hier so noch drin. Das heißt, ich tue das da komplett rein. Paprika. Auch mal circa 3 Esslöffel. So. Das legen wir jetzt zur Seite, das kann ein bisschen ziehen, braucht gar nicht lang. In der Zwischenzeit machen wir uns die Zwiebeln zurecht. Bei den Zwiebeln machen wir es uns ganz einfach. Oben und unten abschneiden. Hier werde ich es noch unten aufschneiden. Und dann die Zwiebeln in so halb Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Ja, ganze Scheiben, das braucht keine halbe Zwiebeln. Ich habe mich gerade dazu entschieden, ich werde erstmal nur 3 Zwiebeln schneiden. Oh Gott. Weil ich sonst A gleich blind werde und befürchte, dass ich sonst noch Zwiebeln übrig habe. Ich schneide jetzt noch ein paar Paprika. Die schneiden wir auch nur in grobe Stücke. Das machen wir in Scheiben. Die Paprika in Scheiben schneiden, zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich ganz einfach. Oben ab, unten ab. Schon einfach die ersten beiden Scheiben. Dann einmal ansetzen und die Paprika einfach aufdrehen. Und schon dann die nächste Scheibe. Auch da lasse ich es jetzt erstmal nur bei 6 Paprika. Was ich zusätzlich brauche, kann ich noch aufschneiden, aber das ist besser als wegschmeißen. So.
Dann nehmen wir uns den Topf. So ein Dutch Oven hat den Charme, der steht auf drei Beinen, das heißt, man kann ihn sich so hinstellen. Ups, man kann ihn sich rein theoretisch so hinstellen, wenn es ihm schon vielleicht interessiert ist. Jetzt stelle ich ihn erst so hin, weil der wird jetzt erstmal mit Bacon ausgelegt. Wie gesagt, auf drei Beinen steht er dann so. Dann nimmt man sich das Fleisch. Und die Paprika. Die Zwiebeln. Wir fangen mit einem großen Brocken an. Darauf kommt dann einmal Paprika. Und ein bisschen Zwiebel. Ich habe die jetzt nur geteilt, die Zwiebel, weil die so dick war. Das war nämlich so ein Endstück, das mir gerade rausgebrochen ist. Dann die nächsten Stücke Fleisch. Paprika. So, jetzt haben wir ja noch relativ viel Fleisch übrig. Das heißt, wir legen einfach eine zweite Etage. Die restlichen Paprika und Zwiebeln legen wir einfach oben drauf. Zack, zack. Dann nehmen wir uns den Bacon. Jetzt habe ich wahrscheinlich so fettige Finger, dass ich den nicht aufbekomme. Und der wird jetzt einfach als Hitzeschutz, Verbrennschutz, wie auch immer, oben drauf gelegt. So, Deckel drauf. Und jetzt geht's gleich ab an den Grill. So, dem geübten Auge ist es natürlich aufgefallen. Das ist natürlich jetzt super doof. Ich habe vergessen, die Barbecue-Soße drüber zu tun. Hochheben und die Soße noch mal tun. So. Jetzt geht's aber ab an den Grill. So, das ist jetzt der Topf. Ich arbeite wieder mit den Geholzbriketts. Der qualmt jetzt ein bisschen, weil mir unten eben was gerade, also gerade beim Hinsetzen, ist mir das Barbecue-Soße ausgelaufen. Ein bisschen unglücklich. Kann passieren. So, das ist das neue Thermometer von mir. Das teste ich gerade in einem anderen Video. Also insofern da ganz entspannt. Ihr werdet es sehen.
Ich habe eine Probe drin, 19 Grad haben wir gerade. Ich habe das Ganze so eingestellt, dass er mir bei 95 Grad Bescheid sagen soll. 95 Grad ist natürlich irre hoch. Aber spätestens dann ist er fertig. Ich werde nach zweieinhalb Stunden mal den Deckel lupfen und gucken, wie weit das Fleisch ist. Im besten Fall fällt es auseinander. Bei 95 Grad, das wäre dann ähnlich wie Pulled Pork, wird es wahrscheinlich auseinanderfallen. Also bin ich fast von überzeugt. Aber da lasse ich mich mal überraschen. So, gute Stunde ist um. Die Kohlen sind leider fast ausgebrannt. Ich muss jetzt gleich mal gucken, ob ich noch welche nachmachen muss. Das sieht aber gut aus. Oh, Asch da rein. Stell wieder zu. Also, da will ich keine Kohlen mehr drauf machen. Keine zusätzlichen. Dafür kann ich mich jetzt um die Kartoffeln kümmern. Warte. So, wer möchte denn zuerst? Also ich tippe drauf, dass es irre heiß ist. Aber es ist mega geil, ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, wie das aussieht, wie es mir gerade schmeckt und dass man wieder ein einfach geiles Fleischgericht ist, schön einfach. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen wohlwollenden Kommentar. Wenn euch was nicht gefallen hat, sagt mir Bescheid, was, damit ich es ändern kann. Ansonsten würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Bis denn!